Anna, ich habe mir das Fernglas geholt. Kommst du mit auf den Balkon? Ja, ich möchte dann auch mal durchs Fernglas schauen. Ich sehe Mimi, Lisas Katze. Und Lisa, hallo! Wow, von hier aus kann man ja sogar bis zum Schloss sehen. Cool! Oh, es ist immer so schön im Schloss. Ich bin schon sehr gespannt auf das Märchenschloss. Meinst du, wir sehen da Rapunzel und Dornröschen? Ich weiß es nicht, ich hoffe aber schon. Da ist das Schloss. Ein riesiges Schloss. Herzlich willkommen. Ist das etwa Aschenputtel? Die hat ja ein schönes Kleid. Ja. Vielen Dank und viel Spaß. Ist da etwa ein Restaurant? Ja. Oh, ich will nachher auch mal an einem so großen Tisch essen und auf einem goldenen Stuhl sitzen. Papa, essen wir dann nachher etwas? Ja, ich denke, das können wir machen. Aber eigentlich wolltet ihr doch die Prinzessin sehen, oder? Ja, klar. Schaut mal, ist das nicht Dornröschen? Ja, und der Prinz. Oh, sind die echt? Nein, das sind nur Figuren. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier einmal auf den Thron setzen und wie richtige Königinnen fühlen. Ja, gerne. Das sieht toll aus. Mach doch mal ein Foto, Nicole. Ihr seht super aus. Das gibt ein tolles Bild. Im ersten Stock oben, im Cinderella-Zimmer, könnt ihr euch sogar als Prinzessinnen verkleiden. Toll! Das will ich unbedingt machen. Das ist ja ein richtiges Traumschloss für unsere Mädels. Klar, hier würden sie wahrscheinlich sofort einziehen. Und das hier ist jetzt das Richtige für mich. Ein königlicher Schaukelstuhl. Da setze ich mich jetzt rein und warte, bis ihr euch das Schloss angeschaut habt. Nein, Papa, das geht nicht. Du musst mitkommen, sonst hast du ja umsonst Eintritt bezahlt. Ah, das stimmt ja auch wieder. Oh, was ist denn hier? Das ist eine Küche. Nein, wir sind bei Schneewittchen. Das Schneewittchen liegt im Sarg. Ist das auch nur eine Figur? Ja, das ist nicht echt. Und die 7 Zwerge, schaut mal. Das arme Schneewittchen. Aber es sieht wirklich hübsch aus. Sollen wir jetzt vielleicht etwas essen gehen? Nein, Papa, wir müssen jetzt das Cinderella-Zimmer finden, wo man sich verkleiden kann. Ich glaube, hier ist es. Wow, schaut mir die schönen Schuhe. Und die vielen Kleider. Hallo zusammen, habt ihr Lust, euch zu verkleiden? Ja! Ich hätte gerne ein pinkes Kleid. Ich möchte ein rosa Kleid. Kein Problem, wir haben ganz viele. Da ist bestimmt etwas für euch dabei. Du könntest zum Beispiel dieses hier nehmen. Dort drüben ist eine Umkleide. Mama, kommst du mit rein? Ja, ich denke, ich muss dir sowieso helfen, das Kleid anzuziehen. Und du kannst dir hier ein Kleid aussuchen. Ich bin fertig. Aha, du siehst toll aus, Anna. Ganz fertig bist du noch nicht. Die Schuhe passen dir leider nicht. Aber du bekommst noch einen Glitzergürtel, eine Halskette und natürlich eine Krone. Jetzt schau dich mal im Spiegel an. Wow, ich gefalle mir. Das ist hübsch. Und schaut mich mal an. Wow, Lena, du glitzerst ja. Sehr schön, Lena. Das steht ja gut. Sie können sich auch noch gerne verkleiden. Dann machen wir ein tolles Familienfoto für Sie. Ich habe schon so Hunger. Ich würde jetzt lieber etwas essen gehen. Nein, bitte, Papa. Das wäre doch toll. Schaut mal, ich bin Rapunzel. Mama, hast du lange Haare? Ja, die sind wirklich extrem lang. Da muss ich ja aufpassen, dass ich nicht darüber stolper. Ich bin der König. Ich befehle, dass wir direkt nach dem Foto etwas essen gehen. Wie
Bitte lächeln. Super. Lecker. Das Essen schmeckt gut. Ja, mein Burger schmeckt auch. Schaut mal, da draußen gibt's ja noch ein Ariel-Karussell. Dürfen wir da fahren? Und ich auf den großen Delfin. Juhu! Und jetzt möchten wir uns gleich nochmal verkleiden. Und du, Papa, diesmal als Rapunzel. Oh je! Papa, bitte, bitte, gehen wir heute in den neuen Wasserpark? Ja, bitte, Papa. Na gut, schauen wir uns das mal an. Es soll dort ja sehr schön sein. Ja, habe ich auch gehört. Juhu, ich freue mich. Oh, ist das schön hier. Das ist ja wirklich wie in einem Schloss. Erst noch duschen, Kinder. Schaut, da ist eine Rutsche von dem einen Pool zum anderen. Ich kletter mal da drüber. Ich will auch. Au, nein. Ich hab dich. Cool, ich hab's geschafft. Wollt ihr vielleicht mit dem kleinen Boot fahren? Da könntet ihr sogar zu zweit reinsitzen. Ja, ich will fahren. Ich auch. Von Zeit zu Zeit sprüht der Wal dort oben Wasser in die Luft. Ah, jetzt habe ich noch mal geduscht. Schaut mal, der Junge sitzt sogar auf dem Wal. Habt ihr eigentlich schon die riesige Röhrenrutsche da oben gesehen? Wow, ist die hoch oben. Sollen wir da mal rutschen? Das schauen wir uns mal von oben an, oder? Hier ist ja noch ein Babybecken. Ich will mal rutschen. Ich auch. Aber erst, wenn ich unten weg bin. Ich bin bis zu dir gerutscht. Zur Rutsche geht es sogar noch eine Etage höher. Oh je, ich glaube, das ist mir zu hoch. Sie hat recht. Vielleicht ist das noch nichts für Kinder. Am besten, du testest die Rutsche einmal. Klar, das mache ich. Wir treffen uns unten. Ja, ziemlich hoch. Da muss man schon schwindelfrei sein. Los geht's. Ich hab Papa rutschen sehen. Ich hab ihn an der Badehose erkannt. Jetzt müsste Papa gleich kommen. Oh, da kam zuerst noch ein Kind. Habt ihr gesehen, das hatte Schleim am Fuß. Wieso das denn? Ich weiß auch nicht. Wann kommt Papa denn endlich? Ja, also langsam kommt mir das auch komisch vor. Hoffentlich ist er nicht stecken geblieben. Also so dick ist er jetzt auch nicht. Ich glaube, jetzt kommt wieder jemand. Papa! Das war fantastisch.
du bist ja voller Schleim. Warum warst du so lange in der Rutsche? Das findet ihr am besten selbst heraus. Die Rutsche ist viel, viel länger, als man denkt. Aber ihr könnt beruhigt alle rutschen. Das ist ein Spaß für die ganze Familie. Kommt mit, ich zeig's euch. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh je, ist das hoch. Ich glaube, ich traue mich doch nicht. Keine Angst. Am besten du rutschst voraus und ich dann mit sicherem Abstand hinterher. Dann kann dir nichts passieren. Na gut. Hier drin sieht man wenigstens nicht mehr, dass man so hoch oben ist. Wow! Anna, warte, wir rutschen zusammen. Wow! Wow! Wuhu. Ich bin draußen. Hä, hey, Schleim? Wie witzig. Ich klebe fest. Und gleich geht's weiter. Wow! Ja! Oh, Schleim! Ah, das gefällt mir. Oh nein, da vorne wird es dunkel. Keine Angst, Lena. Ich bin hinter dir. Wie lustig. Cool. Ist das schnell? Wow, cool. Wasserperlen. Oh, wie schön. Uiuiui, und schon geht's wieder weiter. Wow! Wow. Ui, das ist so cool. Achtung, gleich wird's wieder schneller, Anna. Uiuiui. Das ist echt die beste Rutsche, die ich je gerutscht bin. Und jetzt gleich nochmal. Ich hab heute Geburtstag. Ich hab heute Geburtstag. Mama, wann kommen meine Gäste? Die müssten jeden Moment kommen. Ja, da sind sie bestimmt. Hallo. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Hier, ein Geschenk für dich. Oh ja, jetzt packe ich gleich mal alle Geschenke aus. So viele schöne Stifte. Und ein Kritzelbuch, ein Tierbuch und ein Bastelset. Danke, das gefällt mir. Und jetzt gehen wir alle zusammen zum Schloss. Anna hat sich nämlich gewünscht, ihren Geburtstag im Schloss zu feiern. Juhu! Hallo, herzlich willkommen im Schloss. Hallo! Wer von euch ist denn das Geburtstagskind? Ich! Ah, du bist also die Anna. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kommt herein. Wir sind hier in der großen Halle. Und wie sich das so gehört, müsst ihr erstmal alle königlich verkleidet werden. Ich habe hier verschiedene Kostüme. Wir schauen gleich mal, wem was passt. Oh toll, wir dürfen uns verkleiden. Also dieses Kleid ist etwas kleiner. Das könntest vielleicht du anziehen. Müssen wir uns alle als Prinzessinnen verkleiden? Nein, die Jungs verkleiden sich natürlich als Prinzen. Ah, gut. Ich möchte nämlich keine Prinzessin mit Rock sein. Oh, Alex. Das Geburtstagskind bekommt die Krone. Wie schön, ich bin die Königin. Ihr zwei seid also die Prinzen? Mir gefallen die Kleider total gut. Mir auch. Passen sie euch? Ja. Prima. Bestimmt hat die königliche Gesellschaft jetzt Hunger auf die Geburtstagstorte, oder? Ja! Oh, eine riesige Torte. Als Prinz will ich aber ein ganz großes Stück. Anna, als Königin darfst du natürlich auf dem Thron sitzen. Das gefällt mir. Und hier kommen noch Getränke. Orangen- oder Kirschsaft. Kirschsaft, wie lecker. Die Torte schmeckt königlich. Wenn ihr fertig seid mit Essen, dann gehen wir wieder zusammen in die große Halle. Ich möchte mit euch ein kleines Theaterstück spielen. Eine Mitmachgeschichte. Cool. Sie heißt Der grimmige König.
Und wer ist der grimmige König? Ja, da werde ich gleich jemanden aussuchen. Du könntest den König spielen. Du hast ja auch schon das Passende an. Oh ja, ich bin der König. Der König sitzt natürlich auf dem Thron und bekommt eine Krone auf den Kopf. Aber der König ist grimmig und deshalb sagt er jedes Mal, wenn er in der Geschichte vorkommt, grrrr. Grrrr. Der König hat drei Töchter. Du spielst die Älteste. Sie hat einen Schnupfen und macht deshalb immer, wenn von ihr die Rede ist, Hatschi. Hatschi! Oh nein! Die zweite Tochter sieht aus wie eine Hexe und die lacht auch so. Hehehe! Prima, das ist gut. So lachst du immer, wenn von dir die Rede ist, okay? Anna, du bist die jüngste Tochter. Sie ist wunderschön und sagt immer, oh la la. Oh la la. Dann brauchen wir noch einen Prinzen. Das bist du. Und du bekommst auch noch ein Schwert. Oh la la. Nein, der Prinz, der sagt immer, oha. Oha. Und ihr zwei, ihr seid die Pferde. Ihr macht ein Pferdegeräusch, ihr könnt trampeln oder schnalzen und bekommt gleich noch ein Steckenpferd. Ich lese jetzt die Geschichte vor. Wenn ihr an der Reihe seid, dann sagt ihr euer Wort oder macht euer Geräusch. Okay. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Es lebte einmal auf einem Schloss ein grimmiger König. Dieser hatte drei Töchter. Die erste hatte einen Schnupfen. Hatschi! Die zweite sah aus wie eine Hexe. Und die dritte war wunderschön. Oh la la! Eines Tages kam auf seinen Pferden ein junger Prinz geritten. Alex! Oha! Er ging zum grimmigen König. Und sagte, oha! Nein, er sagte, ich möchte gerne eine deiner Töchter heiraten. Da rief der grimmige König. Mit so einem Plastikschwert kriegst du meine Töchter nicht. Nein, nein, nein. Er sagte, diese meine älteste Tochter mit dem Schnupfen. Hatschi! Kannst du haben. Doch der junge Prinz, oha, der auf seinen Pferden herbeigeritten war, antwortete, nein, grimmiger König. Grrr. Diese Tochter mit dem Schnupfen, Hatschi, will ich nicht haben. Du hast mich voll angenießt. Das macht man nicht. Das hab ich doch nur gespielt. Da rief der grimmige König. Seine zweite Tochter, die aussah wie eine Hexe. Und sagte zum Prinzen. Oha. Diese Tochter, die aussieht wie eine Hexe, kannst du haben. Doch der junge Prinz. Oha. Wollte auch die zweite Tochter, die aussah wie eine Hexe, nicht haben. Im selben Augenblick kam die jüngste Tochter herein, die wunderschön war. Oh la la! Der Prinz. Oha! Und die wunderschöne Tochter. Oh la la! Verliebten sich sofort. Der Prinz. Oha! Sagte zum grimmigen König. Grrr. Diese Tochter möchte ich heiraten. Aber der grimmige König. Grrr. Sagte. Nein. Nein. Diese Tochter, die wunderschön ist. Oh la la. Kannst du nicht haben. Da nahm der junge Prinz. Oha. Die wunderschöne Tochter. Oh la la. Auf seinen Arm und flüchtete mit ihr. Die ist mir zu schwer. Oh, Anna, ich glaube, du hast so viel Torte gegessen. Oh nein, Alex. Oh je, Hilfe! Und sie ritten mit ihren Pferden davon. Prima, das habt ihr super gemacht. Darf ich das Schwert behalten? Leider nicht, das brauchen wir noch. Aber ihr bekommt jetzt alle noch eine wunderschöne Abschiedstüte. Oh la la!
Prinzessin Anna, Prinzessin Lena, es ist Zeit zum Aufstehen. Was, schon? Oh nein, es ist so schön kuschelig in unserem schönen Himmelbett. Und die Decke ist so wuschelig weich. Aber ihr müsst zum Frühstück und zuvor noch baden. Na gut. Kommt bitte mit ins Bad. Ich habe schon das Bad vorbereitet. Welchen Badezusatz möchtet ihr haben? Ach, wir haben so viele zur Auswahl. Wie soll ich mich nur entscheiden? Dann nehme ich eben mal Hibiskus. Das riecht nach Aprikose. Nicht schlecht, aber ich möchte doch lieber etwas anderes. Das ist Minze. Nein, das mag ich nicht. Das riecht nach Rose. Das wäre gut. Ich nehme Rosenduft. Hat das Wasser die richtige Temperatur? Bei mir ist es etwas zu kalt. Dann schütte ich noch etwas warmes Wasser dazu. Jetzt ist es gut. Ah, ich könnte gerade noch mal einschlafen. In der Badewanne, bist du verrückt? So, bitte kommt wieder aus der Wanne. Prinzessin Anna, hier ist Ihr Handtuch. Danke. Bitte cremt euch noch ein. Prinzessin Lena, ich muss nun eure Haare kämmen. Welche Creme soll ich benutzen? Vielleicht die da? Mit Himbeerduft? Die mit Glitzer? Oder die mit Lotusblüten? Ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Ich nehme die hier, weil man da nur draufdrücken muss. Und schon kommt Creme heraus. Ich mache euch eine Schleife ins Haar. Bitte wählt eine aus. Ich bin fertig. Oh nein, Prinzessin Anna, wie seht ihr denn aus? Das ist doch viel zu viel Creme. Macht doch nichts. Doch, so viel kann eure Haut doch gar nicht aufnehmen. Das müssen wir jetzt wieder abwischen. Und dann gehen wir euch anziehen. Heute könnt ihr diese Kleider anziehen. Ich bin fertig. Ich auch. Gut, dann geht jetzt frühstücken. Eure Eltern warten bestimmt schon. Guten Morgen. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Kinder. Was möchtet ihr essen? Vielleicht ein Brötchen mit Marmelade. Warum gibt es bei uns nie Müsli? Ich hätte so gerne ein Müsli. Wir haben frisch gebackenes Brot und Brötchen und feinste Marmeladen. Heute haben wir frische Ananas und es gibt Käse direkt von der Alm. Sind alle fertig? Dann ist das Frühstück jetzt beendet. Ihr dürft jetzt aufstehen. Dürfen wir jetzt spielen? Nein, noch nicht. Heute ist noch Unterricht. Euer Lehrer wartet im Kaminzimmer. Draußen spielen Kinder mit dem Ball. Dürfen wir nachher auch in den Garten? Bei diesem nassen Wetter heute? Nein, das geht nicht. Da werden nur eure schönen Kleider schmutzig. Oh, schade. Heute haben wir Geschichtsunterricht. Ihr lernt etwas über eure Vorfahren. Wir beschäftigen uns heute mit Königin Aurelia. Das ist wichtig. Prinzessin Anna, ihr hört bitte ebenfalls zu. Ihr müsst auch über eure Ahnen Bescheid wissen. Hallo, mag ich aber nicht. Aber heute ist doch Samstag. Deshalb habt ihr doch heute auch nur 4 statt 6 Stunden Unterricht. Gut, der Unterricht ist für heute beendet. Dürfen wir jetzt spielen gehen? Ja, in Ordnung. Anna, wir hatten ja vergessen, unsere Kronen aufzusetzen. Stimmt! Komm, das müssen wir doch schnell tun. Komm, wir spielen mit unserem Schloss und der Kutsche. Ja, aber eigentlich würde ich lieber etwas Aufregendes machen. Das einzig Aufregende hier im Schloss ist unser Dachboden. Stimmt. Lass uns hochgehen. So viel altes Gerümpel. Ein Spinnrad. Ich habe eine Schreibfeder gefunden. Da ist eine Truhe. Ist da was drin? Ja, ein Fächer. Sieht der nicht toll aus? Was war das? Vielleicht ein Geist. Schnell weg. Wo kommt ihr denn her? Ihr habt ja Spinnweben in der Krone. Oh nein, das muss ich schnell sauber machen. Lena, das war nur eine Taube. Bist du sicher?
Mann, bin ich erschrocken. Ich würde gern draußen spielen. Die Kinder scheinen viel Spaß zu haben. Ja, schade, dass wir nicht dürfen. Guten Morgen, Anna. Aufwachen. Ah, guten Morgen. Jetzt zieh ich sofort meine Lieblingskleider an. Die sind so bequem. Und dann gehe ich frühstücken. Ich habe richtig Lust auf Müsli. Und jetzt will ich draußen spielen. Aber es ist ziemliches Matschwetter. Das macht mir nichts. Ich bin noch keine Prinzessin. Mama, schau mal, das rosa Kleid. Das sieht toll aus. Das Brautkleid, wie schön. Oh, dieses Kleid hier ist auch hübsch. Ja, mir gefällt das Weiße hier. Und das hier würde mir sicher auch stehen. Aber Mama, wir wollten noch für Lena und mich ein Kleid kaufen. Ja, das stimmt. Kommt, wir gehen zu den Kinderkleidern. Mama, schau mal die schönen Schuhe. Oh ja, toll. Ah, hallo Nicole, kann ich euch helfen? Ja, Anna und Lena möchten gerne die Kleider aus dem Schaufenster anprobieren. Ja, gerne. Diese hier? Ja, ich das rosa Kleid und Anna das gelbe. Ich nehme dieses. Schön, eine gute Wahl. Meine Kollegin an der Kasse wird es Ihnen noch einpacken. Die Umkleide ist frei. Hilfst du mir beim Umziehen? Ja, natürlich, komm. Hätte hier tolle Schuhe für Lena, die zum Kleid passen. Oh, die sind wirklich schön. Ich probiere sie mal an. Und wie sehen wir aus? Schau am besten selbst. Oh, das gefällt mir sehr gut. Mir auch. Nehmen wir die Kleider, Mama? Ja, die nehmen wir. Und jetzt müsst ihr sie aber wieder ausziehen. Oh, schade. Ich gehe die Kleider schnell bezahlen. Ja, ist gut. Schau mal, Anna, da hinten wird eine Frau geschminkt. Bestimmt für ihre Hochzeit. Ihre Augen kommen so wunderbar zur Geltung. Jetzt noch etwas Lippenstift. Ja, das sieht wunderschön aus. Anna, Lena! Wir gehen! Ja, Mama, wir kommen schon. Tschüss! Hast du alles, Michael? Ja, ich denke schon. Und der Kameraakku ist voll geladen. Können wir jetzt endlich gehen? Ja, ich bin doch schon so aufgeregt. Wann kommt denn endlich das Brautpaar? Ja, warum dauert das so lange? So ein langes Auto habe ich ja noch nie gesehen. Cool. Wow. Oh, Frau Fischer sieht so toll aus. Und sie ist so schön geschminkt. Man erkennt sie fast nicht mehr. Hallo, Frau Fischer. Hallo, Kinder. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Liebes Brautpaar, ich möchte euch bitten, nun euer Eheversprechen abzulegen. Frau Fischer, möchten Sie Christian Fuchs lieben und ehren bis in alle Ewigkeit? Ja, ich will. Und Sie, Herr Fuchs, möchten Sie Melanie Fischer lieben und ehren bis in alle Ewigkeit? Ja, ich will. Dann nehmen Sie jetzt diese Ringe als Zeichen Ihrer Treue. Stellt euch schnell auf, Kinder. Jetzt seid ihr an der Reihe. Vielen Dank, Kinder. Das habt ihr ganz toll vorbereitet. Im
Namen aller Eltern und Kindergartenkinder wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft. Danke. Vielen Dank. Liebe Kinder, wir haben auch noch eine Überraschung für euch. Ihr dürft jetzt alle zusammen mit unserem Hochzeitsauto eine Runde fahren. Wie cool, wir fahren mit dem Riesenauto. Wahnsinn. Wir haben hier wirklich alle Platz drin. Wow, echt der Hammer. Da hinten ist sogar ein Fernseher. Cool. Und da drüben sind Getränke. Das war so toll. Schade, dass die Fahrt schon vorbei ist. Es freut uns, wenn ihr Spaß hattet. Ja, dann verabschieden wir uns mal. Noch eine schöne Hochzeitsfeier. Danke, schön, dass ihr da wart. Schau mal, das gehört aber nicht zum Programm, oder? Weg von der Hochzeitstorte! Oh nein, was machen denn die Kühe da? Da kommen noch mehr. Kommt, schön weiterlaufen. Kommt, kommt, kommt. Oh je, das tut mir schrecklich leid. Ach, Herr Dr. Fuchs, herzlichen Glückwunsch noch zur Hochzeit. Entschuldigen Sie vielmals. Die Kühe sind mir abgehauen. Ich hoffe, Sie haben keinen Schaden angerichtet. Ich bringe sie sofort wieder weg. Keine Sorge, die Hochzeitstorte konnten wir noch retten. Wusste ich doch, dass zur Hochzeit vom Tierarzt viele Tiere kommen. Zimtschaukelfahren macht so Spaß. Ist aber auch anstrengend. Und mir ist schon ganz schwindelig. Vielleicht fahren wir als nächstes lieber etwas ruhigeres. Fahren wir jetzt mit der Wasserschlossbahn? Oh ja, ich will auch in das Prinzessinnen-Schloss. Ja, das schauen wir uns an. Herzlich willkommen im Schloss. Treten Sie ein. Oh, schaut mal, da fährt man ja im Boot. Wow, das ist sicher toll. Kommt, da drüben ist der Einstieg. Das sieht hier ja wirklich aus wie in einem richtigen Schloss. Ja, das stimmt. Wenn Sie die Kinder auf den Schoß nehmen, können Sie zusammen in ein Boot fahren. Ja, das ist gut. Das machen wir. Oh, es geht los. Ich bin schon gespannt, was im Schloss zu sehen gibt. Das ist wohl die Schlossküche. Hier werden aber große Mengen gekocht.
Aha, und hier wird gegessen. Und gefeiert. Oh, wie schön. Die tanzen ja. Jetzt kommen wir zu Rapunzel. Rapunzel lässt das Haar herab und ein Prinz klettert hoch. Ich würde auch gerne mal an Rapunzels Haaren klettern. Nein, bloß nicht. Bleib schön sitzen, Lena. Schade. Die kämpfen ja wirklich. Was kommt denn jetzt? Schaut dort oben. Ist das etwa die Prinzessin auf der Erbse? Es geht weiter. Oh, schaut, jetzt sind wir bei der Brücke, über die wir vorher gegangen sind. Ah, das ist ja eine Zugbrücke. Oh nein, einen Schlossgeist gibt es auch. Achtung, der Geist hat einen Wasserschlauch. Ich habe Wasser ins Gesicht bekommen. Ich habe auch etwas abbekommen. Ich auch. Da ist ein Schatz. Wow, wie das glitzert! Ich hätte auch gern so einen Schatz. Das große Tor öffnet sich. Oh nein! Meine Güte, wir sind pitschenass. Meine Kleider! Mama, haben wir Ersatzkleider dabei? Nein. Komisch, die anderen Leute, die aus der Bahn kamen, sahen doch gar nicht nass aus. Kommt, wir gehen erstmal raus. Wow, was ist das? Ein Föhn? Das ist ja praktisch. Ich fliege ja fast davon, so stark ist der Föhn. Wow, jetzt sind wir aber richtig schön trocken geworden. Ups. Wow. Bis auf meine Schuhe. Die waren wohl noch nicht trocken. Ich baue hier ein Buffet auf, dann kann sich jeder nehmen, was er möchte. Ja, das ist gut. Wann kommen unsere Gäste? Geht die Party bald los? Nein, unsere Silvesterparty ist erst heute Abend. Aber ich habe noch so viel vorzubereiten, da fange ich jetzt einfach schon mal an. Ah, schade, ich freue mich schon so darauf. Ihr solltet jetzt vielleicht noch ein kleines Mittagsschläfchen machen. Dann könnt ihr bis Mitternacht aufbleiben. Beginnt um Mitternacht das Neujahr? Ja, genau, und das wollen wir feiern. Ich bin aber nicht müde. Ich mache euch die Rollläden runter. Dann könnt ihr bestimmt ein bisschen schlafen. Ach, ich kann nicht schlafen. Überleg doch mal, von was du träumen könntest. Ich weiß aber nicht, was ich träumen könnte. Vielleicht von einem Schloss, dass wir Prinzessinnen werden oder so. Heute ist doch unsere Silvesterparty. Schnell, ich muss Lena wecken.
Was ist, Anna? Nachher ist Silvesterparty. Du darfst nicht verschlafen. Stimmt. Und wir müssen uns noch schick machen. Wo ist denn Mama? Da, im Bad. Hallo Kinder, na, seid ihr aufgewacht? Ja. Wir müssen uns noch für die Party schick machen. Ja, du kannst das violette Kleid dort anziehen. Und eine andere Frisur wäre auch hübsch, damit du deine Krone tragen kannst. Oh ja! So, Prinzessin Lena, gefällt dir deine Frisur? Ja, sie ist toll. Und hier ist noch deine Krone. Jetzt kannst du dich im großen Spiegel anschauen. Ja, schön, das gefällt mir gut. Jetzt bist du dran, Prinzessin Anna. Bekomme ich auch was anderes zum Anziehen? Natürlich. Und kämmen muss ich dich auch noch. Schau, Anna, die kleine Krone passt doch gut dazu. Ja, super. Bekomme ich irgendwann noch eine größere Krone, so wie du? Klar, wenn du größer bist. Komm, wir gehen schauen, was unten los ist. Hallo, Papa. Hallo. Geht ruhig schon mal in den Speisesaal. Da sind Oma und Opa. Hallo, Kinder. Hallo, Oma. Hallo, Opa. Hallo, Oma. Du hast dich aber heute schick gemacht. Naja, man feiert ja nicht jeden Tag Silvester. Opa, spielst du heute für uns Geige? Ja, das habe ich vor. Schaut mal, der leckere Kuchen. Oh, ich würde am liebsten schon gleich probieren. Hallo, Paul. Hallo. Hallo zusammen. Wo ist Alex? Alex ist ein Schlingel. Er ist mir abgehauen, weil er sich nicht umziehen wollte. Jetzt hat er sich irgendwo versteckt und ich finde ihn nicht. Ja, weit kann er ja nicht sein. Anna und Lena könnten dir doch suchen helfen. Ich will gern verstecken. Zuerst suchen wir alles hier unten ab. Was sucht ihr denn? Alex wollte sich nicht umziehen lassen und hat sich deshalb versteckt. Jetzt müssen wir ihn suchen. Hinter dem Thron ist er nicht. Und in seinem Bett ist er auch nicht. Am liebsten würde ich noch ein wenig auf dem großen Bett herumspringen. Aber das geht leider nicht, denn wir müssen ja suchen. Da drüben ist ein gutes Versteck. Na warte, Alex, gleich habe ich dich. Nanu, was stinkt denn da drin so? Ich geb Knoblauch. Was macht denn der bitte schön hier drin? Ich habe mal gehört, dass Knoblauch gegen Vampire hilft. Oder einer der Zwillinge hat sich mal wieder einen Scherz erlaubt. Schnell wieder rein damit. Vielleicht ist er hier in meinem Bett. Oh, Niki, hast du dich in mein warmes Bett gekuschelt? Hier in meinem Zimmer ist er auch nicht. Jetzt müssen wir ihn aber bald finden. Ersten Gäste kommen nämlich schon. Alex, Alex, komm raus. Das Fest beginnt gleich. Wir haben ihn leider nicht gefunden. Ich leider auch nicht. Jetzt gehen wir noch mal nach unten. Die Gäste sind ja schon da. Ja, gut. Ich würde sagen, wir schneiden die Torte jetzt schon mal an. Ich habe nämlich schon Hunger. Wer möchte das erste Stück? Ich! Tuchen! Lecker! Du Frechdachs! Das hätte ich mir ja denken können, dass wir dich mit der Torte aus dem Versteck locken können. Du nur immer essen kannst. Hihi, das ist was Dickes. Schön, dass du jetzt auch da bist, Alex. Ja! Der OP
Papa spielt doch nicht solche Musik auf der Geige. Aufwachen, Kinder. Oh, ich habe so was Schönes geträumt. Ich war eine Prinzessin. Das habe ich auch geträumt. Kommt nach unten, unsere Party geht los. Hallo. Hallo. Paul, ich muss dir erzählen, was ich geträumt habe. Lecker! Alex, lässt du uns auch noch was übrig? Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, sucht euch doch hier gleich noch eine andere Geschichte von uns aus. Dann könnt ihr gleich weiterschauen. Bis bald! Tschüss!